Ey. Das nur, weil er reingezogen ist. Sie wird Post zukommen, aber richtige Post. Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Heute sind wir mal als Kripo Hamburg unterwegs. Ich soll auch schon zu einer Leiche fahren. Die ist 4, ups. Da gut. Die ist 4 Kilometer entfernt. Und ich würde sagen, dass ich da mal hinfahre. Und ich mache das mal ohne Cut, weil sonst wäre das Video ja sehr, sehr kurz. Da es nicht wirklich viele Einsätze für die Kripo gibt. Aber ich beeile mich natürlich trotzdem. Entschuldigung, ich wollte sie nicht schneiden. Mal gucken, wie viele der Kollegen da schon sein werden. Gott, das war knapp. Ja, da sind schon ein paar Leute. Wem soll ich denn hier reden? Willst du mit mir reden? Hallo Sir, können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Ich habe das Auto so gefunden, wie es ist, und die Türen waren auf und da kam war Blut draußen. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Was haben Sie, was machen Sie hier? Ich arbeite hier und ich war auf dem Weg zur Arbeit. Haben Sie jemand anderen hier gesehen, der hier am Auto war? Nee, ich habe keinen gesehen. Okay, schönen Tag noch. Also danke schon mal. Du willst nicht mit mir reden? Du willst auch nicht mit mir reden? Dann vielleicht du da vorne, ne? Willst du mit mir reden? Nee, dann will er aber mit mir reden. Wer von euch will mit mir reden, Alter? Ah, dann gucke ich mir das mal an. Ein Portemonnaie. Was hier liegt noch, hier noch? Gestohlene Pipe. Ja gut, damit kenne ich mich nicht aus. Was das ist, weiß ich leider nicht. Was ist hier? Ah, eine Brille, die auf dem Boden liegt. Gebrochen. Ist hier noch irgendwo was? Das Blut würde ich mal nicht reinlaufen, so wie der Kollege.
irgendwas übersehen? Ja, gut, den muss ich wieder aufstellen. Ich werde das Auto mal untersuchen. Ja, gut, das ist jetzt nicht so schön, das Blut, würde ich mal sagen. Der Owner ist Brian. Newlake. Ich glaube tatsächlich, jetzt soll ich irgendwo hinfahren. Accident Location. Straßenregeln sind nicht sowas für mich. Sie hat wohl nichts damit zu Kollegen, ey, schreib mich nur. Okay, man kann hier auch. Guten Tag, Lorenz Santos, Hamburger Polizei. Wir haben schlechte News für Sie. Können wir etwas. Ja, kommen Sie rein, wir können was Privates drin überreden. Ihr Husband drives, ihr Cousin fährt ein Primo, oder? Ja, das stimmt. Wir haben ihn tot, gefunden. Kommt das öfter vor, dass er nicht nach Hause kommt? Ja, irgendwie sowas. Und ein Bild. Oh, ein Bild von dem vermissten Fahrer. Noch irgendwas? Jetzt nehme ich mal schnell noch ein Bad um. Jetzt denke ich mal aber nichts. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Also mache ich guck noch hier. Können Sie mir sagen, wer die ist, die Frau auf dem Picture? Ich glaube, ich muss mal false. Sollten mit uns kommen, weil sie. Ich kann es nicht lesen, Alter. Er cooked his dinner and waited. Okay. Soll ich jetzt nochmal das Haus betreten oder was? Hä? Da bin ich doch. Was soll ich jetzt hier machen? Meine Güte.
Geh nochmal schnell rein. Mit ihr kann ich nicht mehr reden. Mehr gefunden habe ich jetzt auch nicht. Ich finde dann noch. Ey, das nur weil er reingezogen ist. Sie wird Post zukommen, aber richtige Post. Oreo. Hoffentlich ist alles gut gegangen. Ja, was soll ich hier machen? Wissen Sie, Brian? Ich verstehe es nicht, was ich machen soll. Hilfe. Okay. Irgendjemand noch mit mir reden, zufälligerweise? Nö. Hä, soll ich jetzt halt nochmal hinfahren oder was? Stell dir einfach wieder neu auf. So viele Kollegen fahren hier rum. Ich glaube jetzt, dass sie irgendwie böse gewesen oder so. Boah, das war richtig knapp gerade. Das war zu knapp. Oh, das ganze Auto kaputt, ey. So, Hilfe. Ach Gott, ich glaube, wir haben den Einsatz erfolgreich beendet. Es ist niemand schuld. Ich weiß nicht. 10-4. No further
Ich würde sagen, das war's hier mit der Folge. Ist ja nicht so erfolgreicher Einsatz gewesen. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal einen besseren. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.